Ja, meine Herren, wenn ich diese Argumentation höre, kann ich nur sagen, ich kann mit Mühe und Not nur nachvollziehen, wie Sie sich hier bemühen, den Wert der Europäischen Union herunterzuspielen. Und ich glaube, das, was Sie gegenwärtig machen, angesichts der Dramatik, in der sich die Europäische Union befindet, ist einfach ein Schmierentheater. Und ich finde es unwürdig für dieses Parlament, dass solche Reden hier gehalten werden können und dass wir kaum Möglichkeiten haben, Sie in Ihre Schranken zu weisen. Und ich glaube nicht, dass Sie wirklich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Großbritannien sprechen, wenn Sie derart auch auf die Europäische Union losgehen und letztendlich nur nationalistische und schmierige Erklärungen hier abgeben. Es tut mir leid, mir ist die Situation viel zu ernst hier. Und ich habe heute erstmals eine Rede von Herrn Barroso gehört, der ich in vielen Teilen zustimmen kann, wobei ich als Hintergrund für mich sehr wohl registriert habe, dass das auch eine Rede der Verzweiflung war. Eine Rede, die als Hintergrund genau verstanden hat oder deren Hintergrund genau die Fragestellung ist, was passiert bei dem Gipfel in diesen Tagen? Werden die Regierenden die Einsicht gewinnen, dass sie in der Verantwortung stehen, für das Funktionieren und das Überleben für die Zukunft der Europäischen Union wichtige Entscheidungen zu treffen, aufeinander zuzugehen? Fakt ist, dass das, was uns gegenwärtig als Haushaltsvorschläge, als Finanzrahmensvorschläge vorgelegt worden ist, nicht dazu beiträgt, die Union in ihrem Zusammenhalt zu stärken. Fakt ist, dass die gegenwärtigen Vorschläge alle von einer Senkung, von einer dramatischen Senkung ausgehen. Und Sie haben Unrecht, wenn Sie sagen, dass es um eine Erhöhung gehe, die gefordert wird. Das, was zusätzlich von der Kommission vorgeschlagen wird, ist letztendlich nur ein Ausgleich für die Aufgaben, die zusätzlich auf die Europäische Union gekommen sind, für eine Herausforderung, vor der die Europäische Union steht. Letztendlich wird weder für Verwaltung noch für anderes wirklich mehr Geld ausgegeben. Und es ist einfach eine Unterstellung, wenn Sie jedes Mal davon ausgehen und sagen, es muss hier erst einmal eingespart werden, es muss erst einmal Better Spending geübt werden. Wenn keine Ressourcen da sind, für die besser eingesetzt werden können, dann reden Sie am Ziel vorbei. Ich frage Sie zum Beispiel, wie soll die Europäische Union künftig den Kampf gegen Armut und gegen soziale Ausgrenzung weiterführen, wenn beispielsweise im europäischen Haushalt für die Jahre 2014 bis 2020 schon allein mit den jetzigen Vorschlägen definitiv eine Kürzung auch der Hilfsfonds gerade für die Armen und Ärmsten in der Europäischen Union vorgesehen ist. Denn de facto ist es eine Kürzung. Sie können doch nicht einfach sagen, es lässt Sie kalt, was im Rahmen der Krise in der Europäischen Union passiert. Dass zunehmend mehr Menschen, täglich mehr Menschen in absolut größte Armut versinken und dass das eine Existenzbedrohung ist. Sie können doch nicht sagen, uns ist unser Großbritannien 10-mal wichtiger, und glauben, dass sie ihr eigenes Land davor bewahren können, dass die Krise auch auf die Ärmsten in ihrem Land selber zurückschlagen wird. Sie werden noch mal auf die europäische Solidarität angewiesen sein, die Sie jetzt so in den Dreck treten. Das, glaube ich, kann man Ihnen jetzt schon sehr deutlich sagen. Ich fordere Sie also auf, Sie und ich fordere auch die Bundesregierung auf, diese entsolidarisierende Haltung endlich aufzugeben, die Blockade aufzugeben. Der Rat macht sich selber nutzlos, er zerstört die Europäische Union, wenn nicht hier endlich andere Haltungen eingenommen werden, und zwar welche, die weggehen von engstirnigen, kleingeistigen, nationalistischen Interessen.